Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, Suchterkrankungen im Alter sind keine Seltenheit und bleiben doch oft unbemerkt. Das hat eine ganze Reihe von Ursachen. Zum einen wird Sucht häufig verknappt auf den Missbrauch von Drogen als vermeintlich typisches Jugendphänomen wahrgenommen. Kiffende Teenager, da haben viele gleich ein Bild vor Augen. Medikamentenabhängige Seniorinnen und Senioren, alkoholkranke Senioren, das passt nicht ins Bild. Hinzu kommt die Scham der Betroffenen, die leider oft nicht grundlos das Unverständnis oder die Ablehnung ihrer Umwelt fürchten und deshalb Hilfsangebote nicht oder selten nutzen. Das treibt sie weiter in die Einsamkeit und in die Sucht. Eine Spirale, die oft nur durch Hilfe von außen durchbrochen werden kann. Und hinzu kommt oft auch mangelnde Kenntnis und mangelnde Kooperation zwischen denjenigen, die als Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für ältere Menschen zur Verfügung stehen. Die in der Suchthilfe Tätigen wissen oft nicht oder nur unzureichend Bescheid über die Belange der Altenhilfe und umgekehrt. Und auch Angehörige können Anzeichen nicht richtig deuten oder verschließen die Augen vor unangenehmen Wahrheiten. In unserem von radikalen sozialdemografischen Wandlungsprozessen geprägten Flächenland stellen dann oft auch noch lange Anfahrtswege und mangelnde Mobilität Hindernisse dar, die nur schwer überwindbar sind. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sucht macht nicht an Altersgrenzen Halt. Diese Tatsache gehört stärker ins öffentliche Bewusstsein. Deshalb haben wir den vorliegenden Antrag gestellt. Wir möchten dabei ganz konkret bei einem Modellprojekt ansetzen, das in unserem Bundesland erfolgreich durchgeführt worden ist. Ich spreche von dem Bundesmodellvorhaben Sucht im Alter, Sensibilisierung und Qualifizierung von Fachkräften in der Alten- und Suchthilfe, das in Mecklenburg-Vorpommern unter der Federführung der Landesstelle für Suchtfragen Mecklenburg-Vorpommern e.V. stand. Modellregionen waren Rostock und Greifswald. Erarbeitet wurde eine Vielzahl von Materialien, darunter Schulungsunterlagen zu unterschiedlichen Aspekten des Themas. Sucht und Prävention im Alter, Unterrichtsmodule für die Altenpflegeausbildung, ein Handlungsleitfaden für Vernetzungs- und Kooperationsstrategien. Wir fangen also in unserem Bundesland nicht bei Null an. Wenn wir die große Aufgabe der verbesserten Prävention und der Suchterkennung und Bekämpfung angehen. Wir können aufbauen auf guten Vorarbeiten. Eine solche Chance nicht zu nutzen, wäre aus unserer Sicht fatal. Um welche Schritte geht es konkret? Es geht zunächst um eine Anpassung der bereits bestehenden Präventions- und Beratungsangebote für ältere Menschen an die Gegebenheiten unseres Flächenlandes. Vorhandene Ressourcen müssen genutzt und gebündelt werden. Die in den Regionen Rostock und Greifswald gewonnenen Erfahrungen mit Kooperationsstrukturen zwischen Sucht und Altenhilfe sind selbstverständlich nicht 1:1, aber durchaus ihrer Struktur nach auf die übrigen Regionen des Landes übertragbar. Klar ist, um Betroffenen wirkungsvoll helfen zu können, muss die Zusammenarbeit zwischen Altenhilfe und Suchthilfe flächendeckend besser werden. Wenn es uns gelingt, Altenpflegekräfte zu befähigen, Suchtprobleme nicht nur zu erkennen, sondern auch zu wissen, wo sie bzw. die Betroffenen fachlich passende Hilfe finden, dann sind wir schon ein gutes Stück auf dem Weg vorangekommen. Natürlich können und sollten solche Themen berufsbegleitend vermittelt und auch im Laufe einer langen Berufstätigkeit jeweils aufgefrischt werden. Entsprechende fachliche Angebote sind im Rahmen des Modellprojekts erarbeitet und auf Fachtagen, Tagungen und Schulungen vorgestellt worden. Das Thema Suchtverhalten und Suchtbewältigung muss aber auch verbindlich in die Ausbildung für Altenpflegerinnen und Altenpfleger integriert werden. Im Moment geschieht dies über einen Diskurs im Rahmen der Altenpflegeausbildung. Das ist der Bedeutung des Themas nicht angemessen und fachlich auch nicht ausreichend. Schließlich geht es um teilweise komplexe Wirkungszusammenhänge und neben der Wissensvermittlung auch um eine stärkere Sensibilisierung für die Gesamtproblematik. Ein Ausbildungsmodul
Modul, beispielsweise Sucht im Alter, sollte deshalb in das Curriculum zukünftiger Altenpflegekräfte verbindlich Eingang finden. Meiner Kenntnis nach liegt ein entsprechendes Modul im Ergebnis des Modellprojektes ausgearbeitet vor. Es wäre jetzt an den zuständigen Ressorts, sich der Thematik anzunehmen und die Verankerung der Thematik voranzutreiben. Das ist aufgrund der Landeszuständigkeit für die Altenpflegeausbildung fachlich auch möglich. Parallel erwarten wir, dass sich die Landesregierung auch auf Bundesebene für eine Adaptierung der Ausbildungsinhalte einsetzt. Dringend erforderlich ist aus unserer Sicht auch die Anpassung der Struktur der Suchtberatungsstellen. Wir müssen den Mut haben, die Sinnhaftigkeit und die Leistungsfähigkeit des bestehenden Systems nicht nur kritisch zu überprüfen, sondern daraus auch die notwendigen Schlüsse zu ziehen. Macht es Sinn, an allen Orten der Suchtberatung ein breites Portfolio vorzuhalten, ohne dass fachliche Vertiefungen möglich sind? Sicher wäre beides wünschenswert, aber das wird realistischerweise nicht flächendeckend möglich sein. Deshalb regen wir an, die Struktur der Beratungsstellen in unserem Bundesland so weiterzuentwickeln, dass über die an allen Standorten zu gewährleistende Grundberatung hinaus regional begründete Spezialisierungen möglich wären. Diese arbeiten dann in enger Vernetzung zusammen, kooperieren und pflegen idealerweise fallbezogen einen personellen Austausch. Zur Anpassung der Strukturen gehört aus unserer Sicht auch ein gezielter Ausbau der Angebotspalette aufsuchender Beratung. Weshalb? Das muss ich allen, die in unserem Land unterwegs sind, nicht noch gesondert erläutern. Meine lieben, sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, Pflegerinnen und Pfleger kommt bei der Erkennung von Sucht im Alter eine Schlüsselrolle zu. Oft sind sie die Ersten, die gesundheitliche Probleme oder Veränderungen im Verhalten ihrer Patientinnen und Patienten erkennen. Ein erfolgreicher Ausstieg aus dem Suchtverhalten ist dann am ehesten möglich, wenn Pflegende, Ärztinnen und Ärzte und die Angehörigen gemeinsam mit den Betroffenen handeln. Dazu braucht es eine gesellschaftliche Bewusstseinsveränderung und die kommt nicht von allein. Wir Bündnisgrüne fordern deshalb die Landesregierung auf, eine landesweite Informationskampagne Sucht im Alter zu initiieren. Sie soll nicht nur Betroffenen Mut machen, sich aktiv um Hilfe zu bemühen, sondern auch Angehörigen Unterstützungs- und Präventionsstrategien aufzeigen. Das gezielte Ignorieren von Problemen bringt uns nicht weiter. Stellen Sie sich, meine Damen und Herren, von der Landesregierung der Thematik und tragen Sie zu einer nachhaltigen Verbesserung der Lebenssituation älterer und alter Menschen mit Suchtgefährdung bei. Abschließend möchte ich auf eine weitere Baustelle im Zusammenhang mit der Thematik Sucht im Alter hinweisen. Es gibt bisher nur wenige belastbare Datenquellen zu Abhängigkeitserkrankungen im Alter. Die von der Landesregierung in Beantwortung meiner Kleinen Anfrage auf Drucksache 6/2445 dargelegten Zahlen korrelieren in keiner Weise mit den Ergebnissen der bundesweiten Studien, etwa des Robert-Koch-Instituts. Eine eindeutige Datenlage bildet jedoch nicht nur die Basis für eine Erarbeitung nachhaltig wirksamer Maßnahmen. Eine valide statistische Bestandsaufnahme sendet auch das Signal aus, die hier dargelegte und dokumentierte Thematik ist wichtig und verdient Beachtung. Gerade die Schwachen in unserer Gesellschaft brauchen unsere Unterstützung. Dazu braucht es den Mut, auch unbequeme Themen in den Fokus zu nehmen. Holen wir gemeinsam das Thema aus seinem Schattendasein. Verstehen Sie unseren Antrag als Angebot, dem Thema Sucht und Prävention im Alter den richtigen Stellenwert zuzumessen und stimmen Sie unserem Antrag zu. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete. Die Debatte verwundert mich schon ein wenig, weil so richtige Argumente dagegen habe ich nicht gehört. Und ich würde ganz gerne bei der Ministerin anfangen. Ja.
Sucht nur in die Psychiatrie oder Alterspsychiatrie, ich sage jetzt mal, zu verbannen und nach einer Argumentation zu suchen, warum man hier das erfolgreiche Bundesmodellprojekt nicht weiterführt, überzeugen mich nicht. Denn der Ansatz, den wir hier heute mit dem Antrag hatten, ist ja für die Region Rostock und Greifswald genau mit den Kooperationserfahrungen, die nämlich gemacht wurden, diese jetzt stringent weiterzuführen. Und eine zielgerichtete Kooperation braucht es immer, wenn es gute Rahmenbedingungen hat. Und das finde ich in der Debatte, insbesondere was auch Herr Bahlen gesagt hat und Frau Hesse, dass es diese Rahmenbedingungen ja gibt, dass die Beratungsstellen gut ausgestattet sind. Das ist, glaube ich, noch mal eine andere Debatte, die hier auch noch mal zu führen ist. Aber die Beratungsstellen jetzt dafür verantwortlich zu machen oder ihnen die Verantwortung für eine solche Informationskampagne zu geben, wo sie wissen, wie unterschiedlich aufgestellt die Beratungsstellen sind, halte ich für verkehrt. Denn dann haben wir möglicherweise für einen Landkreis, wo die finanzielle Situation noch ganz gut ist, eine Informationskampagne, in dem anderen Bereich dann nicht. Das ist nicht federführend und das ist auch nicht zielgerichtet, denn Alter und Sucht und Prävention ist ein Thema, was uns alle angeht. Und Herr Bahlen, Nachhaltigkeit, also ich finde schon, dass wir die unterschiedlichen Akzente, die wir hier aufgeführt haben, nämlich mit der Beratung, mit der Kooperation und mit der Strukturentwicklung, sehr gut vereint haben. Und im Grunde genommen, das i-Tüpfelchen wäre dann halt eine Informationskampagne, die aufklärt, nämlich aufklärt, dass Sucht im Alter leider häufig im Verborgenen geschieht und wesentlich häufiger da ist, als wir denken. Ein Punkt ist hier noch nicht angesprochen worden und der ist immer wieder ganz wichtig, auch wenn es diagnostiziert wird, ist die Frage des Rauskommens aus der Sucht eine sehr komplizierte. Sie wissen, dass ich in der Selbsthilfe war und dort gearbeitet habe und ein Problem stellte sich immer wieder dar, dadurch, dass die Familien doch häufig heute sehr zersplittert wohnen, ist eben, das wurde ja von allen Rednerinnen und Rednern gesagt, ist das Suchtverhalten häufig nicht erkennbar. Also gibt es eine Rückzugsstrategie und ein möglicherweise blickiger Hausarzt fragt mal nach. Es gibt aber immer diese Vermeidungsstrategien, indem man natürlich 100.000 Ausflüchte hat, um sich diesem Problem nicht zu stellen. Häufig ist in dem Zusammenhang ja auch noch einmal ein familiärer zu stellen. Aber, und das ist so eine Schwierigkeit, die im Alter noch mal ganz besonders da ist, ist zum Beispiel dieser Zugang zur Selbsthilfe, diese Eigenmotivation, auch in Gruppen über die eigenen Probleme zu sprechen, einer, der sehr, sehr schwierig ist. Denn eins haben wir gelernt, oder ich glaube, das ist einfach etwas, auch aus dem Lebensalltag, alte Bäume zu verpflanzen, ist unheimlich schwierig. Über Dinge zu sprechen, die ich vielleicht ein ganzes Leben lang mit mir herumgetragen habe, umso schwieriger. Und ich möchte davor warnen, eine Suchterkrankung nur auf das Alter zurückzuschieben. Es gibt sehr viele ältere Menschen, die aufgrund von Traumatisierung und Krankheit in die Sucht flüchten oder geflüchtet sind über Jahre, über Jahrzehnte, die auch in Psychiatrien sind, die manche eben auch leider den Freitod gewählt haben. Das sind alles Komplexe, die natürlich hier mit der Suchtproblematik oder Thematik nur einen ganz kleinen Ausschnitt darstellen. Ich denke und bin davon überzeugt, wenn wir Sucht und Prävention im Alter ernst nehmen, dann ist es die Aufgabe auch der Landesregierung, hier federführend zu sein und auch wenn die Verantwortung auf der kommunalen Ebene liegt. Wir haben vorhin über den ÖGDG geredet, wir haben gestern darüber geredet. Wir wissen, wie schwierig die Umsetzung ist. Und Frau Hesse, Sie wissen selber, wie schwierig es ist mit den Suchtberatungsstellen in dem unterschiedlichen Kontext, mit der unterschiedlichen Aufgabenstellung und insbesondere auch mit der Konstellation der Landesstelle für Suchtfragen und der Landeskoordinationsstelle. Also das sind schon Dinge, wo wir Handlungsbedarf sehen. Und ich würde es auch so sehen, nehmen Sie es als Angebot. Wir haben gesagt, die Suchtberatungslandschaft noch ein Stück weit weiterzuentwickeln, nämlich an den Bedürfnissen. Und der Blick, den wir heute haben, ist häufig einer, der
sehr stark auf die Jugendlichen abzielt. Denn es gibt ja auch Süchte, oder man streitet sich ja immer noch darum, ob es dann vielleicht nicht doch eine psychosomatische Erkrankung ist, die der Essstörung. Ich denke, das sind alles Bereiche, die wir für das Alter überhaupt noch gar nicht wissen, wie weit das ist. Ich denke, das sind viele Dinge und Suchtakzente, die... ja, wo wir am Anfang stehen. Und da habe ich auch die Hoffnung, dass wir in der Enquete-Kommission uns dieses Themas auch nochmal stellen. Denn wie sind die Zugänge? Wie sind die Zugänge der Beratungsstellen? Und wie sind die Zugänge, wenn ich isolierte Beratungsstellen habe, die dann sich eben spezialisieren? Oder wie gibt es bestimmte Verbundsysteme? Ich kann nur daran appellieren, diese zielgerichtete Kooperation, die in den Bereichen Rostock und Greifswald jetzt ja erfolgreich geführt wurden, nicht so lange auszusetzen, dass diese Arbeit, die dort geleistet wurde, wieder von vorne angefangen wird. Denn das haben wir doch immer. Es wurde wieder genannt, es gibt die und die und die Projekte. Ja, die sind alle gut gemeint. Aber die Frage ist doch die der Nachhaltigkeit. Die, wie werden sie weitergeführt, ohne wieder neue Kräfte aufzuwenden, das einmal Dagewesene mit den gut ausgebildeten und vernetzten Frauen und Männern, das darf man dabei nicht vergessen. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter letztendlich auch zu ermutigen, dass ihr Projekt wichtig war und nicht, dass es wie in vielen anderen Bereichen abgehakt, gibt es das nächste Projekt. Ich denke, da sollten wir uns ernst nehmen, so war unser Antrag gemeint und vielleicht kriegen wir das ja perspektivisch hin im Sozialausschuss und in der Enquete-Kommission, uns dem Thema Sucht und Prävention im Alter zu stellen. Ich denke, heute war die Möglichkeit, dieses Thema in den Landtag zu bringen, zu sensibilisieren und hier auch nochmal die kommunale Familie auch dafür aufzufordern, ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Ich werbe dennoch um die Unterstützung unseres Antrages und danke für die Aufmerksamkeit.